Artikel und Relativpronomen. In diesem Video sehen wir die einzelnen Relativpronomen: Maskulin, Feminin, Neutrum und Plural. Nominativ: der Mann, der. Akkusativ: der Mann, den. Dativ: der Mann, dem. Genitiv: der Mann, dessen. Feminin. Nominativ: die Frau, die. Akkusativ: die Frau, die. Dativ: die Frau, der. Genitiv: die Frau, deren. Neutrum. Nominativ: das Kind, das. Akkusativ: das Kind, das. Dativ: das Kind, dem. Genitiv: das Kind, dessen. Plural. Nominativ: die Menschen, die. Akkusativ: die Menschen, die. Dativ: die Menschen, denen. Genitiv: die Menschen, deren. Wenn wir die Relativpronomen verwenden wollen, achten wir immer darauf, welches Geschlecht das Nomen hat, also der Mann, die Frau, das Kind oder im Plural die Menschen. Danach achten wir darauf, welcher Kasus vom Verb im Nebensatz verlangt wird. Muss dort zum Beispiel ein Nominativ stehen? Beim Verb sein ist das der Fall. Heißt es: der Mann, der hier steht. Wenn aber ein Dativ kommen muss, wegen des Verbs helfen beispielsweise, sagen wir: die Frau, der ich helfe, oder die Kinder, denen ich helfe. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Und jetzt noch einmal ein bisschen, eine kleine Wiederholung. Guckt einfach auf die Nomen und auf die Pronomen. Viel Spaß beim Üben!